So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie macht man Discord-Übertragung? Wieder geht. Part 1. Hier, ihr habt solch ein Schloss. Ihr könnt nicht übertragen. Wie geht das? Und wie macht man das? Ich drücke auf. Ne, seht ihr? Das macht man nicht. Da lehnt er ab. Abgelehnt. Ja. Aber über meinen anderen Account geht's ja. Also über. Also ohne geht's hier. Kann man machen, kann man zugucken. Ups. Ja, ups. So, jetzt gehe ich auf Server-Einstellung. Auf Rollen. Eine Live-Rolle erstellen. Müsst ihr auswählen. Auch eine Farbe. Wird ihr Kanäle ansehen. Dann auf Nachricht senden. Nachrichtverlauf anzeigen. Video. Und das war's. Jetzt geht ihr auf hier auf einen Kanal bearbeiten. Jetzt hier macht ihr das so, was ich eingestellt habe. Kanal anzeigen bei everyone. Nein, nein, nein. Nein, nein. Video habe ich trotzdem ja, aber geht nicht. Also hier stellt ihr auch so alles nein ein, fast alles. Bei Soundspot hier auch nein. Sonst nerven sie euch mit dem Quack, Quack. Warum kann ich das? Ey, ich bin der Owner. Hallo? Ach so, ach so. Hier, hier. Das wird man Das dann wird man dann doppelt. doppelt. Also das wollen wir ja auf jeden Fall nicht. Dann habt ihr eine Rolle erstellt. Ach so, warte. Hier, Berechtigung Live-Rolle. Ja, nein, 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 nein. Ja, Versprechen verbinden. Mitglieder move nicht und so weiter. Also trotz. Hier. So muss es aussehen bei euch. Also nicht so wie ein Schloss. Jetzt gebe ich London Blue eine Live-Rolle. Da redet nicht hier. Ja, guck, kann trotzdem kein Move, aber dafür kann ich meine das machen. Ah, hat halt eben gedauert. Also Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns später wieder. Tschüss. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne stellen oder kommt auf meinen Discord-Server. Ist auch in der Videobeschreibung. Tschüss. Tschüss.